Soddle. Moin Moin und herzlich willkommen hier zur ersten Folge von Gloria Victis Siege Survival oder andersrum Siege Survival Gloria Victis, ne? Immer diese Zungendreher, ja. Ich muss mich erstmal ganz herzlich bedanken für den Key, den ich zur Verfügung gestellt bekommen habe, ja. Es gibt ja schon die Demo. Ich habe jetzt einen Key bekommen für die Preview-Version, ja. Dem Preview-Bild. Das Spiel soll ja im Quartal 2 2021 rauskommen und wir können uns jetzt mit diesem Key halt schon mal die ersten 15 Tage der Kampagne angucken, ja. Was ist Gloria Victis? Gloria Victis ist ein Mix aus Survival, RPG und Management, ja. Ganz kurz lese ich mal vor, eine Mittelalterstadt wird belagert und nur eine Handvoll Bürger sorgt dafür, dass die Bauern nicht fallen. Überlebenskampf trifft auf Ressourcenmanagement. Baue dein Lager aus, stelle Vorräte her und suche in der besetzten Stadt nach Rohstoffen, um die Verteidiger zu unterstützen. Das machen wir jetzt und gehen in die neue Kampagne. Die letzte Bastion, neues Spiel plus, Hauptszenario inklusive Tutorial. Ich glaube, das ist das Richtige für uns, weil ich die Demo noch nicht gespielt habe. Gucken wir mal. In der Vorschauversion nicht verfügbar. Okay, also können wir eh nur hier machen, ne? Fangen wir mal an. So, schauen wir. Wie lange wir dann für die ersten 15 Tage der Belagerung brauchen werden. Ich bin gespannt. Ah, schön sowas. Okay. Willkommen bei Siege Survival. Ist jetzt am Anfang natürlich viel Text und Lesen rein, ne? Klicke mit der linken Maustaste auf einen Ort, um deinen Charakter dorthin zu bewegen. Du kannst die Kamera mit WASD und QE-Tasten scrollen und drehen. Oder die Maus dazu benutzen. Geh nun zu dem Mann, bei der Burgmauer sitzt und sprich mit ihm. Also so sieht das Ganze hier aus, ne? Wir tun jetzt erstmal direkt ein bisschen leiser machen. Sagen wir mal so 7... 6. Anwenden. Okay, jawohl. Fortsetzen. Das heißt, wir haben jetzt hier... Gucken wir erstmal, ja? So, das ist am Arsch. Da drüben ist die Stadt, glaube ich. Das ist die Burg. Da ist der Bergfried, ne? Oder ist das nur ein Turm? Nee, hier ist der Bergfried, ne? Schauen wir mal. Tag 1. Wie gesagt, bis 15 kommen wir. So, interagieren. Gucken wir mal, was die wollen. Du erkennst den Mann vor dir wieder. Es ist Bertram, der örtliche Zimmerer. Du bist froh, dass er überlebt hat. Es ist jedoch offensichtlich, dass die Ereignisse des letzten Tages ihm schwere seelische Narben zugefügt haben. Er sitzt dort mit leerem Blick, ohne dich wahrzunehmen, zittert am ganzen Körper und presst seine Hand ans Herz. Als du ihn auf Wunden untersuchst, bemerkst du, dass er etwas mit eisernem Griff festhält. Es handelt sich um eine kleine versenkte Puppe. Dir wird plötzlich klar, dass dieser Mann gerade seine Familie verloren hat. Oh Gott. Solch einen Schmerz kannst du nicht lindern. Aber vielleicht könnte eine warme Mahlzeit ihn zumindest aus seiner Schockstarre befreien. Die Küche wurde jedoch von den Triböcken der Izmir verwüstet. Du musst also zuerst eine Feuerstelle bauen. Zwischen all den Trümmern findest du sicherlich genug Feuerholz und andere nützliche Materialien. So, und so funktioniert das Spiel halt hier, ne? Wir müssen jetzt hier rumlaufen und die Materialien suchen. Und dann halt Stück für Stück uns hier Survival-mäßig alles aufbauen. Also Essen, Verteidigung und so weiter. Und halt durchhalten. Die Gegenstände, die du gerade aus den Trümmern aufgesammelt hast, werden im Fenster in der Mitte angezeigt. Du kannst einen Gegenstand mit der linken Maustaste verschieben oder ihn ins Inventar ziehen. Oder mit der rechten Maustaste im Kontextmenü nehmen. Auswählen. Wir nehmen mal alles. So, jetzt können wir hinten ins Lagerhaus Sägeblock bauen, um Holz zu Feuer zu verarbeiten. Okay. Alle verfügbaren Bauten findest du links. Wenn du alle notwendigen Materialien hast, wird das Bauwerk grün angezeigt. Alles klar. Nachdem du das Bauwerk ausgewählt hast, das du bauen möchtest, werden die Eigenschaften rechts angezeigt. Bestätige die Auswahl über die Schaltfläche unten und wähle dann den Bauplatz innerhalb der Burgmauern aus. Das sollte relativ... So, den jetzt bauen. Und jetzt kann ich sagen, wo der gebaut werden soll, ne? Wo wäre das denn sinnvoll? Hier hinten dürfen wir nicht bauen oder was? Doch. Aber sollte ja schon recht nahe beim... Also noch zwei Schweine. Machen das mal irgendwie hier so vor. Geht das so? Mit dem Mausrad können wir drehen. Setzen wir ihn mal hier hin, ja? So. Der wird jetzt gebaut. Schwubbeldi-bubbel, hoppeldi-hopp. So. Holz hacken. Natürlich. Hier kannst du neue Gegenstände fertigen. Nachdem du den Plan für einen Gegenstand ausgewählt hast, den du mit fertigen möchtest, werden die Eigenschaften rechts angezeigt. Bestätige die Auswahl über die Schaltfläche unten.
Für einige Pläne kannst du auch alternative Bestandteile verwenden. Gemüse statt Eier zum Beispiel. Mit dem Pfeil oben rechts im Platz für den Bestandteil kannst du den verwendeten Bestandteil ändern. Okay. So, das heißt, wir müssen jetzt 3 Feuerholz fertigen, ne? Das fertigt er. Kann man auch ranzoomen? Kann man. Sehr schön. Okay, Flint, Arbeiter. Rohe Nahrung suchen. Die haben wir hier rumliegen. Welch Zufall. Aber ist ja das Tutorial, ne? So, schauen wir mal. Sehr schön. Hier nehmen wir natürlich wieder alles. Daraus nutzen, um Feuerstelle zu bauen. Das kriegen wir auch noch hin. Hier liegt ja noch jede Menge Schrott. So. Zum Kochen von Mahlzeiten. Wo setzen wir die hin? Da sind die Schweine. Jetzt runter. Ich würde sagen, wir setzen die mal so hier hin. Gucken wir mal. Ja, mitten rein. So, dann können wir was zu essen kochen und das können wir dann hier ihm geben, ne? So. Sehr schön. Was soll man denn kochen? Können wir das hier kochen? Nein. Das hier Bestandteile. Was ist das hier? Feuerholz und Eier, okay. Wir kochen ein paar Spiegeleier. So sieht es zumindest aus. Rützel die Butzel. So. Nice. Jetzt können wir wieder zu ihm gehen. Interagieren. Genau. Bertram sitzt noch immer genau an dem Fleck, an dem du ihn zurückgelassen hast. Er zittert noch immer und er presst noch immer die zerfetzte Puppe ans Herz. Er blickt abwesend mit schmerzverzerrtem Gesicht in die Leere. Es wirkt, als ob sein Verstand das wohl tragischste Ereignis seines Lebens nicht loslassen kann. Und dann ihm etwas zu essen geben. Er nimmt deine Anwesenheit kaum wahr, aber du bringst ihn dazu, etwas zu essen. Mit jedem Bissen kehrt mehr und mehr Lebenskraft in ihn zurück. Schließlich stellt er die leere Schüssel auf den Boden und schläft ein. Du bist dir ziemlich sicher, dass er seit gestern kein Auge zugetan hat. Lass ihn schlafen. Ja, wollen wir, ja? Bertram könnte sich viel schneller erholen, wenn er ein einfaches Bett hätte, welches du mit dem herumliegenden Material bauen könntest. Das Tor zur Stadt ist zwar beschädigt, aber du erinnerst dich an eine Geheimpassage, die zum Stadtmarkt führt. Im Schutze der Nacht könntest du so nach Vorräten in der Stadt suchen. Aha, aber Moment, wer ist der Mann, der neben dem Tor zur Bastion steht? An die Arbeit. Okay. So, das heißt, der steht da hinten. Gucken wir mal. Wie gesagt, hier ist alles Schutt und Asche, aber dann gibt es garantiert hier irgendwo einen Geheimgang, mit dem wir dann in der Stadt nach Ressourcen suchen können. Wetten wir? Gucken wir mal. Also ich muss sagen, so, ne, von der Aufmachung her gefällt mir das sehr, sehr gut. Der Soldat, der vor dir steht, ist blutverschmiert. An seinen Augen erkennt man, wie erschöpft er ist. Und der Waffenrock über seiner Rüstung ist vollkommen zerfetzt. Erst als er spricht, erkennst du, dass es sich um Galvik handelt. Einen erfahrenen Soldaten der Garnison, der bei den Bürgern wegen seiner Herzlichkeit sehr beliebt ist. Der Verlust seiner Tante und Nichte lastet schwer auf dem entkräfteten Soldaten. Aber für Trauer bleibt keine Zeit. Die Izmir werden bald angreifen, sagt er. Wir müssen die Vorräte aufstocken, bevor es soweit ist. Dann offenbart er, dass auch eine Gruppe Soldaten die Stadt durchsucht, aber noch nicht zurückgekehrt ist. Deshalb braucht er deine Hilfe. Wir brauchen Pfeile, sagt er. Ziemlich viele. Es würde wohl Tage dauern, diese neu herzustellen. Aber was ist mit der Werkstatt des Bogners in der Stadt? Es ist deine Gelegenheit. Beeil dich, bittet Galvik dich. Unser aller Leben hängt von dir ab. Dann kehrt er zurück zur Bastion. Na toll. Die Nacht bricht an. Das heißt, wir dürfen jetzt in der Nacht hier rumwuseln. Feind ausspähen, auf dem Boden schlafen, im Bett schlafen. Okay, Charakter rausschicken. Ja, wir haben ja nur Flint. Gucken wir mal. So, hier kannst du alle Vorbereitungen treffen, bevor du dich in die Stadt begibst. Die Karte auf der linken Seite zeigt die Geheimpassagen zur Burg. Heißt das hier ist die Burg oder was? Nee, hier ist die Burg. So. Im Moment ist nur eine von ihnen verfügbar, aber wenn du es schaffst, die anderen freizuschalten, kannst du die Nacht in unterschiedlichen Teilen der Stadt beginnen. Das ist natürlich nice, ne? So, also im Bauernviertel, schätze ich mal, ist dann später wahrscheinlich mehr Lebensmittel und so weiter, ne? Die Bettlerstraße. Naja, das kann man echt, ehrlich gesagt, sehr schlecht lesen hier, muss ich sagen. Aber egal, machen wir mal weiter. Streifzug beginnen, ne? So, oben rechts findest du den Rucksack des ausgewählten Charakters. Jeder Charakter verfügt über unterschiedlich viel Platz im Rucksack. Überlege dir, welche Gegenstände du bei deinem Streifzug brauchst und ziehe aus den Vorräten in den Rucksack.
Fackeln, Schaufeln und Waffen sind eine gute Wahl. Tipp, du hast eine Fackel, könnte sich als nützlich erweisen. Wow. Ah, jetzt kann man es auch besser lesen. Hab nix gesagt. Also hier hinten können wir noch nicht hin, ne? Die blockierte Passage und da oben auch nicht. Das heißt, wir kommen nur hier hin. Was ist hier? Die Vorschauversion nicht verfügbar, alles hier. Ah. Gucken wir mal hier. Ausgewählte Passage. Streifzug beginnen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Und das heißt, du bist in die, was, gebrandschatzte Stadt außerhalb der Burgmauern vorgedrungen. Führe einen Doppelklick mit der linken Maustaste aus, um dich schneller zu bewegen. Aber Achtung, laufen bedeutet mehr Lärm und die Stadt ist besetzt. Es ist auf jeden Fall vernünftig, sich vorsichtig zu bewegen und die Umgebung im Blick zu halten. Können wir irgendwie rauszoomen? Nein. Die Bognerhütte suchen, Karte anzeigen, M. Weil es ist ja ein Game im Game. Ereignis, Trümmer. Da ist die Bognerhütte, okay. Das heißt, wir müssten hier durch hier hin, ne? Ereignis, Gemüse, Trümmer, blockierte Passage. Trümmer, Gemüse. Ereignisse sind wahrscheinlich wieder... Ah, und hier ist zurück zur Burg, der Geheimgang, okay. Können wir uns auch hier so in den Büschen verstecken? Geht das? Ich schätze schon. Okay. Holzstofffasern. Da hinten können wir was nehmen. Sehen aufgehangen. Die Fieslinge. Gucken wir mal. 3 Holz. Wow. Aber können wir alles gebrauchen? So, jetzt die Pfeile. Du hast die Werkstatt des Bogners gefunden. Die Izmir waren bereits hier. Das Gebäude ist verbrannt und ausgeraubt. Der Eigentümer hängt an einem nahen Baum, durchlöchert von Pfeilen. Während du auf die Verwüstung blickst, erinnerst dich ein eiskalter Lufthauch daran, wieso du hier bist, um Pfeile für die Soldaten zu finden. Nun denn. Du streifst durch die zerstörte Werkstatt und suchst zwischen kaputten Gegenständen und abgebrannten Möbelstücken nach den überlebenswichtigen Pfeilen. Aber auch nach langem Suchen konntest du keine finden. Du willst gerade aufgeben, als du im Dunkeln etwas aufblitzen siehst. Unter einem eingestürzten Deckenbalken sind das... Jawohl, Pfeile für die Verteidiger. Du willst sie herausziehen, aber sie scheinen festzustecken. Du zerrst und zerrst, bis du sie alle hast. Doch plötzlich bricht der Balken über dir endgültig zusammen. Schmerz durchzuckt deinen Körper. Es dauert ewig, bis du dich befreien kannst. Beim Verlassen der Werkstatt bemerkst du, dass etwas anders ist. Die Leiche des Bogners hängt nicht mehr. Im Schatten des Baums beugt sich eine alte Frau über den Leichnam. Sie schluchzt und wirkt erschöpft, seine Mutter vermutlich. Sie hat ihr Leben riskiert, um ihren Sohn in einem seichten Grab zu beerdigen. Die Frau tut sich schwer mit der Leiche und verletzt sich an der Axt in seinem Gürtel. Wir sind mal ein Arsch, ja? Wir nehmen die Axt und verschwinden. Die Frau erstarrt. Sie kann nicht glauben, was sie da sieht. Schock lähmt sie und sie macht keine Anstalten, dich aufzuhalten. Erst als du dich davon machst, hörst du sie flüstern. Was für ein Monster würde die Toten auf diese Art berauben? Ohne zu antworten, verschwindest du mit der Axt. Sorry, aber wir brauchen das. Nützliches Werkzeug in Zeiten des Friedens, praktische Nahkampfwaffe im Krieg. Wird in der Rüstkammer gefertigt. Alles nehmen. So, hier vorne können wir nochmal sammeln. Jetzt am Anfang ist es cool, muss ich sagen, aber ich denke mal, wenn das dann die ganze Zeit so geht, werden die Texte doch sehr langatmig, ne? So, was haben wir hier? Wertsachen und Holz. Nehmen wir auch wieder alles. Können wir mal gucken. Wir müssen noch 2 Stoff und Fasern finden. Da unten können wir noch was sammeln. Da ist auch wieder irgendwas. Gemüse ernten. Gucken wir mal. Ein Krach. Wo ich sagen muss, die Stadt sieht noch sehr gut aus dafür, dass sie hier gebrandschatzt wurde. Stoff, Grünzeug. Nehmen wir mal wieder alles. Da müssen Fasern irgendwo. Da ist auch wieder ein Ereignis. Ich will das Gemüse sammeln hier. Essen kann man immer gebrauchen. Was haben wir denn da? Tara, tara, ne? Frisches Gemüse, sehr gut. Das ist gut. Ach ja, wir können ja mit Q und E drehen, ne? Ich Experte. Immer langsam und leise hier. Nicht zu viel Krach. Nicht, dass uns die Deppen entdecken hier, die Izmir. So, das ist Fasern und Grünzeugkräuter, okay. Jetzt brauchen wir noch einen Stoff. Und dann hauen wir direkt hier ab. Einfach um zurück zur Burg. Okay.
Holz und Materialien, nimm alles, kein Platz, na toll. Master können immer nur 5. 2 Pfeile, really? Ja, also, fallen lassen, brauchen wir nicht. Steinleben und Eisenschrott, alles was für die Konstruktion, Metallurgie und Ziegelherstellung brauchbar ist. Sehr gut, nehmen wir das mit. Wunderbar. Haben wir hier 5 gegen 1 getauscht, was ist denn das für ein Blödsinn? So, machen wir weiter. Wir müssen gucken, wir brauchen noch einmal Stoff. Ich kann nicht mehr tragen. Doch, du sollst noch einen Stoff nehmen. Wir wissen, ob wir da mehr auf einmal nehmen können. Sonst müssen wir wohl oder übel was rauswerfen. Fasern. Nein, keine Fasern. Stoff, zeig mal, wo sind wir denn jetzt hier? Wir laufen hier rum. Da sind Trümmer. Gucken, da unten ist wieder die freie Passage, ne? Da kommst du nicht durch, ne? Ja, das müssen wir halt erst mit einer Schaufel frei machen und so. Wo ist denn jetzt hier der blöde Stoff? Grünzeug und Kräuter, alles nehmen. Da scheint nicht so, was ist da? Ah, wir könnten jetzt auch Leichen verbrennen und so. Okay. Bäh, wie die hier alle rumhängen. Holz und Materialien, natürlich. So, hier irgendwas? Komm. Da könnte Stoff sein, oder? Was ist hier? Oh nein, wir sind krank geworden. Das ist nicht gut. Tierkadaver. Frisch. Könnte am Metzgertisch verarbeitet werden. Nee, du, das lasse ich mal. Gucken. Eigentlich müsste es jetzt zurück abladen. Wieder hin, ne? Leichte Rüstung. Lass ich auch mal. Jetzt muss er wieder da durchlatschen, ey. Okay. Fehler gemacht. Merken, immer erst die Leichen verbrennen, bevor ich da dran gehe. Jetzt sind wir natürlich krank. Toll. Aber was soll's. Da haben wir den Stoff. Kriegen wir den noch hier drauf? Jawohl. Holz können wir eh nicht mitnehmen. Das heißt, wir gehen jetzt zurück zur Burg. So, wenn die Nacht sich dem Ende neigt, kann dein Charakter leicht entdeckt werden. Schon bald werden Patrouillen ausgesandt, um dich zu fassen. Außerdem ist ein Streifzug eine anstrengende Angelegenheit. Und dein erschöpfter Charakter kann den Wachen vielleicht nicht mehr entkommen. Ja, dann zurück zur Burg, ne? Würde ich sagen. So. Ab die Luzi. Sehr schön. Oh, natürlich extrem Krach hier. Das hört sich an, ey. Ja, ich will zurückkehren. Nicht gut, was wir hier machen. Tagsüber auf keinen Fall. So. Alles klar. Eine ruhige Nacht. Super. Das heißt, jetzt haben wir hier schon jede Menge Auswahlmöglichkeiten, ne? Pfeile zur Bastion bringen, mit Bertram reden. Das machen wir dann aber erst in der nächsten Folge. Du kannst mir mal in die Kommentare schreiben, ob es dir gefallen hat. Wenn ja, darfst du gerne einen Daumen hoch da lassen. Und ich sag wie immer, ciao mit V. Bis zur nächsten Folge, euer Ede.